bitch, I'm ballin'. I came from nothing, it's nothing like it's nothing. Yeah, you know I done it. Now there's no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. Guten Morgen, Leute. Willkommen zu Glück bei Elka Lifting. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Wir fahren jetzt zum Dennis. Eine kleine Bankdrück-Session. Dennis Kohlroß. Ja. Strongman. Strongman. 100 auf Kilometer. Auf der Straße lassen wir uns in Richtung B312 starten, dann den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt B27 zu nehmen. Alles klar, wird gemacht. Der Dennis hat zu mir gesagt, er möchte mir die Push-Press nochmal ordentlich zeigen. Danke schon mal dafür. Halt die Kamera fest. Jetzt nehmen wir euch erstmal mit. Leute! Down Under! In Stuttgart, was ist los hier? Warum nimmst du den Slingshot? Warum ich den Slingshot nehme? Ja. Ja, mit der Slingshot kann man einfach mehr Gewicht bewegen, was man eigentlich nicht bewegen könnte. Dadurch kann man halt den Muskel ganz gut überladen. Man lernt halt auch, das Gewicht zu halten, weil das ist eigentlich das größte Problem, dass man das Kontrollierte. Genau, dass man das Gewicht langsam und kontrolliert runterlassen muss. Und der Slingshot, die nimmt halt unten, also ihr werdet es dann auch im Video sehen, die nimmt halt, wenn man runtergeht, zur Last mit ab. Dadurch kann man sich dann halt auch wirklich auf das Explosive rausschieben, konzentrieren. Es macht halt auch einfach Spaß. Man kann es auch einfach so sagen, dass es einfach Spaß macht. Ist halt auch gut für den Kopf und fürs Ego, ne? Dass du auch ein bisschen mehr drücken kannst. Und das Gute ist auch, die meisten scheitern beim Bankdrücken nicht, weil sie unten nicht rauskommen, weil unten hast du die meiste Spannung in der Brust, im Trizeps, in der Schulter, whatever. Da kommt man immer gut raus. Aber hier in der Mitte, da scheitert es am meisten. Und dort hilft die Slingshot nämlich kaum noch. Und man lernt quasi das schwere Gewicht einfach nur auszustoßen. Und deswegen finde ich das Ding einfach genial. So Leute, wir sind jetzt angekommen beim Dennis. Jetzt geht's in die schöne Eisenschmiede. Komm mit. So Leute, in der Stube gibt es sogar einen Kühlschrank. Boah, Wasser. Hier ist Pre-Workout. So Leute, wir sind jetzt hier im Ragnarok Gym in Rastatt beim Herrn Dennis Strongman Kohlroß. Lisa und ich machen heute ein bisschen Bankdrücken und ziehen uns jetzt hinter unseren kleinen Pre-Workout rein. Prost! Sieht aus wie Urin. Schmeckt aber nach Cola. Alle Leute, wir sind ja beim Dennis jetzt. Ich habe mich gerade aufgewärmt mit der Stange. Und jetzt geht's los, erstmal 40 Kilometer Slingshot. Mal erstmal probieren, reinkommen. Ich habe noch nie vorher mit der Slingshot gebencht. Und mal schauen, wie es ist, wie es sich anfühlt. Und danach werden wir hochgehen mit den Gewichten. Mhm. Ich habe es zuvor noch nie live gesehen, wie mit so einem Teil Benchpress praktiziert wird. Vielleicht lerne ich auch noch was dazu. Ja, bestimmt. Bestimmt, glaube ich. So ein bisschen optimistisch. Ja. Wenn du mir zeigst, wie ich einen ordentlichen Pushpress mache, zeige ich dir, wie man damit bencht. Du hast damit noch nie benchen, willst Dennis zeigen, wie man damit bencht? Das sieht man nicht. Ja. Die Frau ist überzeugt von sich. Bis gleich. Hast du gerade was gesehen? Aua! Jetzt habe ich nur deinen dicken Arsch hier in der Kamera. Meinen dicken Arsch. Dennis, das ist die Fürstenbrücke. Tschüss.
Leute, war doch schön. 180 Kilo, war jetzt vielleicht nicht die sauberste Wiederholung, aber scheiß drauf, Gewicht ist hochgekommen. Ich glaube, der Arsch war auch ein bisschen oben, aber 180 Kilo noch nie auf der Hand gehabt. Beim Bankdrücken war schon geil, war richtig geil. Komm schon, drück jetzt. Komm wie ein Mann, komm! Und noch ein. Jawohl! Ja, aber super, komm, super. Ein machst du noch. Hoch deine Sätze, komm! Achtung! Oh, direkt verletzt die linke Schulter. Oh. Dennis. Ja. Soll ich was dazu sagen? Ja. Mach das nicht nach. Mach das nicht nach. Letzte. Jetzt gehst du nicht mit der Hüfte nach vorne, sondern du lässt einfach nur kurz den Arsch hinten absinken und haust den nach oben. So? Ja. Arsch? Springen? Ja, weil später hast du Gewicht drauf. Und dass der nur oben der Trizeps irgendwann kommt. Ich würde sagen, der Trizeps, der arretiert noch. Der macht nur klapp. Okay. Das kurze Stück. Klapp. Der Rest macht alles gut. Wenn du zu aufrecht bist und die Hantel liegt hier auf, ne? Und du bist nicht hier hinten drin, aber du bist zu aufrecht und gehst runter, dann kriegt die Hantel Effekt nach vorne. Wenn du dann pusht, fliegt die Hand nach vorne. Deswegen, wir gehen hier rein, lassen uns kurz das Gesäß absenken und werfen sie hier. Gib mir mal so einen Push aus dem Bein, dass die oben hier fast aus den Händen fliegen. Verstehst du das? Dass sie oben fast, dass sie nur hier gegen die Finger schlägt. Oben. Das ist super schnell. Wir haben hier mal. Komm, hau sie mal ordentlich raus. Genau, das sah super aus. Das klappt. Jetzt ist ein bisschen mehr die Beine, aber dafür schneller. Und die Beine machen nur zack, zack. Also schneller runter auch. Schneller runter, schneller hoch. Oh, wir entwickeln Geschwindigkeit. Geh mal runter. So, das jetzt machen wir das. Okay? Jetzt gehen wir runter und bleib unten stehen. Stopp. Wenn die Hantel hier liegt, ist die Hantel jetzt genau vor dem Schwerpunkt. Ja. Weil dein Schwerpunkt ist die Hüfte. Deine Hüfte ist jetzt, wenn man es hier mal von der Seite sieht, die Hüfte ist hier. Ja. Und die Hantel wäre hier. Ja. Also das heißt, du musst mehr hier hinten rein. Oh! Also du musst den Pops richtig anspannen. Ja. Das ist zu extrem, was du jetzt machst. Aber du musst hier rein. Das ist die Hantel. Weil wenn die Hantel hinterm Schwerpunkt liegt, will sie dir gegen den Hals. Aber da ist dein Hals. Hast du die Hüfte schon unten durchgestreckt? Also so? Ja. So? Nein. Wie Squat. Geh nach hinten. So. Genau. Aber du musst hier extrem aufmachen, dass die Hand nach hinten geht. Denkst du das? Dieser muss ich denn. Dieser hast du verstanden. Na. Spann deinen Bauch an. Luft rein. Komm wie vorhin. Komm. Kopf hoch. Kopf nach hinten. Luft rein. Spann an. Boom. Jawohl, weiter. Komm nach hinten. Ein bisschen Spannung. Ellbogen hoch. Ja. Achtung, links. Yeah.
gerade über mich selber, sage ich. Warum? Weil die 45 total leicht ging und ich mich gar nicht wirklich anstrengen musste. Und ich jetzt erst von der Technik kapiert habe. Und davor die 50 Kilo habe ich so rumgekrebelt, weil ich es halt einfach nicht geschnallt habe. Und jetzt bin ich ehrgeizig, zu ehrgeizig und will noch mehr. Ja, dann legen wir die 50 nochmal auf. Mann, jetzt darf nicht wahr sein. Willst du wirklich nochmal 50 probieren? Wenn sie jetzt genauso arbeiten wie gerade eben, dann schafft sie auch die 50. So wie ich es zuvor prophezeit habe. Mann, 50, da ist noch auf. Dann probieren wir es jetzt noch einmal und dann ist gut. Ja. Leute, wir sind jetzt fertig. Was waren so die Highlights heute? Einmal deine 180 Kilo auf der Bank und der Slingshot. Ja. Einmal von der jungen Dame hier die starken 45 Kilo im Pushpress. Man muss dazu sagen, sie hat vorher auch schon Military Press gemacht und auch selber noch Bankdrücken, habt ihr auch gesehen. Deswegen, wir wollen jetzt die Leistung nicht schmälern. War richtig gut heute, hat uns gefallen. Vielen lieben Dank an Dennis an der Stelle. Immer wieder gern. Und wir gehen jetzt noch fett was futtern. Das nehmen wir nicht auf. Bisschen Privatsphäre brauchen wir auch. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh, jawohl. I came from nothing, it's nothing like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch. I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zero.